Bereuen Sie Ihren Entschluss, gekündigt zu haben, bereits? Nein. Tanzen? Frau Strobel? Es wird mir eine Ehre sein. Wir könnten das ja auch zusammen machen. Du hast das kaufmännische Know-how und ich kenne die australischen Weine besser als meine Westentasche. Wie sieht's aus? Ben, jetzt musst du das Lied spielen. Jetzt? Das passt gerade überhaupt gar nicht. Oh, bitte, bitte komm, ich habe mich den ganzen Abend auf den Tanz gefreut. Moon River. Ja, romantisch. Komm, lass uns tanzen. Soll ich den Sorgen abbrechen? Ich kann sagen, dass die CD kaputt ist. Nein, nein, aber ich muss einfach hier raus. Komm. Ben, wenn ich jetzt gehe, dann merkt er doch, dass genau, dass du in ihn verliebt bist. Und das wäre ja auch gar nicht so falsch. Aber dann bricht er den Kontakt mit mir ab. Wo sind die zwei denn hin? Ist doch egal. Hauptsache, du bleibst. Du tanzt nämlich wunderbar. Oh. Hier, nimm die Unterlagen einfach mit und schau sie dir in Ruhe an, okay? Eine eigene Firma. Das bedeutet schon was. Ja, schon. Aber man weiß wenigstens, wofür man schuftet. Schuften ist gut. Habe ich mir nicht gerade vorgenommen, weniger zu arbeiten? Außerdem habe ich die Vermögensverwaltung von Frau van Dering übernommen. Mhm. Ja, es war auch nur ein Gedanke. Nur ein Gedanke, vergiss es einfach. War sowieso eine Schnapsidee. Ich denke, es war eine Weinidee. Ich meine ja nur, du und ich und unsere Vorgeschichte, wenn wir jetzt auch noch Partner werden, also Geschäftspartner. Naja, immerhin wissen wir, was wir aneinander haben. Ja, aber trotzdem. Aber ich hätte gar nicht davon anfangen sollen. Tut mir leid, ja? Schon gut. Schade. Wie jetzt schade? Wie meinst du das? Naja, dass wir es nicht versuchen. Wie? Eigentlich ist es eine ganz gute Idee, finde ich. Trink doch mal einen Schluck. Hier, ich hoffe, die reicht. Das war unser Lied. Und er wollte doch auch mit mir tanzen. Auf der Hochzeit von Gregor und mir war das... Ich weiß. Du warst tagelang nicht mehr zurechnungsfähig vor lauter Verzückung. Ich glaube, er weiß nicht mal, was das Lied mir bedeutet. Emma. Emma. Jetzt hör mir doch mal zu. Ihr beide, ihr seid nicht zusammen. Wenn ihr es wärt, dann wäre es eine Gemeinheit von ihm gewesen, Moon River mit Rosalie zu tanzen. Aber sie ist nun mal seine Freundin. Die beiden wohnen jetzt ja sogar zusammen. Felix sieht in dir eine gute Freundin. Und das spielst du mir auch vor. Bist du trotzdem so weh? Mensch, Emma.
Süße. Das macht mich immer ganz fertig, wenn du so traurig bist. Es tut mir auch leid. Jetzt entschuldige dich nicht auch noch. Kann ja niemand was dafür, wenn er sich verliebt. Aber du musst dir Felix irgendwie aus dem Kopf schlagen. Bloß wie? Also, herzlichen Dank und gute Nacht. Ja, es war wirklich ein wunderschöner Abend. Also, wenn mein Mann so oft tanzt, dann hat es ihm wirklich gefallen. Das freut mich. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Ich werde dann auch mal nach Hause. Vielen Dank euch beiden. Gell? Ciao. Bis morgen. Bis morgen. Wo ist denn eigentlich der Ben und die Emma? Ja, die Emma wollte unbedingt mit uns gehen, schon weil es Nacht ist. Na, die haben sich vielleicht ein lauschiges Plätzchen gesucht. Ja, das glaube ich eher nicht. Ja, das würde mich für Emma freuen. Gute Nacht. Gib mir mal dein Handy, dann rufe ich sie an. So, danke. Und, was machen wir zwei Hübschen jetzt? Ich würde vorschlagen, wir gehen ins Bett. Und in welches, bitteschön? In das ich besorgt habe. Ich will aber nicht in die Secondhand-Kiste. Du wirst aus der Secondhand-Kiste gar nicht mehr raus wollen, wenn du erst mal drin warst. Was macht dich da so sicher? Wie warst du gestern mit Frau Wieland in München? Sag mal, bist du sicher, dass du heute schon arbeiten kannst, so mit deinem Fuß? Ja, schon. Ah, du hast ja kein Kaffee mehr. Komm. Jetzt mach kein Staatsgeheimnis draus. Also gut. Du kannst deine Neugierde ja eh nicht mehr bremsen. Es war sehr nett. Sie kannte die Stadt bisher oberflächlich. Und du hast den perfekten Fremdenführer gegeben. Wir sind durch die Innenstadt gebummelt. Dann das Haus der Kunst. Sie hat ein intuitives Kunstverständnis. Danach sind wir zum Essen gegangen. In dieses neue Lokal am St. Anna-Platz. Ja, wo der Müller jetzt Chefkoch ist. Genau. Du, der hat einen Seeteufel gemacht. Mhm. Du hast schon noch im Hinterkopf, dass Frau Wielander verheiratet ist? Natürlich. Aber soweit scheint es mit dieser Ehe nicht her zu sein. Ah ja. Sie spricht kaum von ihrem Mann. Mit ihrer Abreise hat sie es anscheinend auch nicht so eilig. Ja, das musst du einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht mehr zurück will. Sie braucht ein neues Leben. Und das am besten an deiner Seite. Na komm, langsam, langsam. Also so weit sind wir noch nicht. Du bist immerhin schon so weit, dass sie dir mächtig im Kopf herumspuckt. Aber warum nicht? Für eine neue Liebe ist es nie zu spät. Wenn Sie hier an den Bach kommen, dann gibt es eine kleine Holzbrücke. Kleine Holzbrücke, ja? Über die müssen Sie drüber und sich dann rechts halten. Und nach ungefähr 100 Metern kommen Sie dann zu einem Aussichtspunkt. Und der ist wirklich wunderschön. Das hört sich gut an. Danke für Ihren Tipp. Gern geschehen. Frau Wieland, Entschuldigung, haben Sie vor, wandern zu gehen? Ja, und Herr Spurnam hat mir gerade eine Tour empfohlen. Die klingt fantastisch. Das trifft sich ja gut. Darf ich mich Ihnen anschließen? Ich habe heute Morgen keine Sprechstunde und ich wollte mir auch die Gegend ein bisschen ansehen. Ja, zu zweit ist natürlich immer sicherer. Sie meinen, falls mir was passiert im finsteren Walde? Er macht sich wahrscheinlich Sorgen wegen des weiblichen Orientierungssinns. Ja, ich kann rechts und links auch nicht auseinanderhalten. Sie etwa? Also, das habe ich damit wirklich nicht sagen wollen. Jetzt lassen Sie sich doch nicht von uns ärgern. Ich finde es nett, dass Sie sich Gedanken machen. Also, gemeinsam sind wir stark. Vor allem orientierungsstark. Wollen wir? Ja. Gut. Tschüss. Ich habe selten so gut geschlafen wie letzte Nacht. So, warum wollten wir uns eigentlich je ein neues Bett kaufen? Wir? Du wolltest ein neues Bett. Das war deine Idee, gell? Aber das alte Gestell und die neue Matratze. Himmlisch.
Au! Was ist denn? Ja, die neue Matratze. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich hoffe nur, dass ich den Tag überstehe. Das kann ja nicht wahr sein. Wir sehen uns dann im Fürstenhof, gell? Ja, aber Alfons, das heißt ja, dass wir die neue Matratze auch schon wieder umtauschen müssten. Da muss ich mal nach der Rechnung gucken und da anrufen. Nein, mein Rücken wird sich schon dran gewöhnen. Aber der Verkäufer war ganz nett. Ich glaube, mit dem kann man reden. Ach, ja, wenn der Verkäufer so nett war und du unbedingt mit ihm reden willst. Genau diesen Gesichtsausdruck wollte ich sehen. Reingefallen. Ach, du alter Schlawiner, du. Meinem Rücken geht's gut. Den geht's so gut, dass ich dich schon wieder auf den Arm nehmen kann. Aber eins sage ich dir. Die Wörter Bett und Matratze sind in den nächsten 10 Jahren aus unserem Wortschatz gestrichen. Verstehst du? Einverstanden. Servus. Ciao. Also Salzburg, grüß Gott. Grüß Gott. Guten Tag. Salzburg wird dir gewiss gefallen. Ah, da wollt ihr heute hin? Ja, ich will es dir zumindest vorschlagen. Ich meine, wenn sie was anderes machen möchte, auch kein Problem. Aber Salzburg ist schon sehenswert. Und die Frau erst. Die hat's ja wirklich richtig erwischt. Ach Max, ist Frau Wielander schon beim Frühstück? Frau Wielander? Oder ist sie auf der Terrasse? Also, bei mir ist sie nicht vorbeigekommen. Entschuldigen Sie, Herr Seifert. Ja, Herr Sponheim? Frau Wielander ist wandern. Die ist wandern? Zusammen mit Frau Knopka. Ja, hoffen wir mal für die Damen, dass das Wetter hält. Das war's dann wohl mit den Salzburger Nockern. Warum hat sie mir nichts davon gesagt? Weil sie dir keine Rechenschaft schuldig ist. Fürstenhof, guten Tag. Ja, ich schau kurz nach. Herr Professor Schmallenberg, auf Wiedersehen. Das nächste Mal wird's hoffentlich ein bisschen länger. Gute Heimfahrt. Dankeschön, Wiedersehen. Hallo, Felix. Hey, hallo, Emma. Na? Na, habt ihr noch schön gefeiert gestern? Oh ja, wir haben noch schön gefeiert. Wieso bist du denn schon so früh gegangen? Ich war müde. Ben wohl auch, hm? Der hat mich nur nach Hause gebracht. Und ich wollte nicht Tschüss sagen, weil du und Rosalie gerade so schön getanzt habt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht war für dich, diese Party zu organisieren, ganz allein an einem Tag. Aber ich muss wirklich sagen, du hast es so toll gemacht. Also fantastisch, wirklich. Danke. Also dann, bis später. Warte mal. Wir sind gar nicht dazugekommen, zu tanzen. Ach so. Mach nichts. Nein. Du darfst dir was wünschen und dazu stehe ich. Also. Du, eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Na, irgendeine kleine Freude werde ich dir doch machen können, oder? Irgendwas. Hm? Pass auf. Ich denk drüber nach, ja? Versprochen? Versprochen. Ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Über Jahre habe ich Andres Seitensprünge hingenommen. Aber irgendwann hatten sie genug. Als ich Rainer kennenlernte, dachte ich, das ist es. Das habe ich damals wirklich geglaubt, zuerst. Es war mir nicht klar, welchen Preis ich dafür zahlen würde, für das bisschen Liebe. Das kleine bisschen Geborgenheit. Sie haben vorhin da etwas angedeutet. Herr Rainer hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder ich komme ohne Simon zu ihm oder gar nicht. Mein Gott. Ich habe meinen Sohn zurückgelassen. Das wird er mir nie verzeihen. Geben Sie ihm Zeit. Heute denke ich natürlich auch, wie konnte ich das tun? Ich verstehe mich selbst nicht, aber damals, ich war so jung und so verletzt durch Andres Betrügereien. Ich glaube, wir machen alle Fehler. Ich bin sicher, Sie finden wieder eine Basis mit Ihrem Sohn. Es gibt nichts Stärkeres als die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Es hört sich an, als hätten Sie selber welche. Nein, leider nicht.
Oh, ich hoffe, da habe ich keinen wunden Punkt erwischt. Es hat sich einfach nicht ergeben. Aber wir haben trotzdem eine gute Ehe geführt. Sie haben sie geführt? Ja, seit meinem Unfall ist alles anders. Sie meinen, seit Sie die Treppe runtergestürzt sind? Es ist schwer aufzuwachen und nicht zu wissen, wer man ist. Als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, da hatten wir einige Fälle wie Ihren. Retrograde Amnesie nennt sich das. Paul war immer für mich da. Und er kam mir so fremd vor. Immer fremder. Sie haben mir vorhin geraten, Simon und mir Zeit zu lassen. Ich denke, dasselbe gilt auch für Sie und Ihren Mann. Sie haben ein schweres Trauma erlitten, aber ich glaube, Sie werden darüber hinwegkommen. Vielleicht ergibt sich die Nähe von ganz allein. Sagen sollen. Wenn du schon nicht mit mir getanzt hast, wie wär's dann mit einem Kuss? Oder damit, dass du mich liebst und nicht meine Schwester? Dass ich euch beide nicht mehr sehen muss, so eng und vertraut? Das ist alles so unfair. Noch geht's mit dem Wetter, aber was wird im Winter? Es gibt ja noch andere Freizeitangebote außer Tennis, oder? Auf Thalheim hatten wir eine luftgetragene Halle. Das wäre doch vielleicht auch was für den Fürstenhof. So ein Riesenmonstrum? Oh, nee, ich glaube nicht. Die Goldene Krone hat sich so ein Monstrum auch gerade hingestellt. Ja, trotzdem, aber das heißt ja nicht, dass wir das nachmachen müssen. Ganz im Gegenteil. Die Goldene Krone ist ein Fünf-Sterne-Haus wie wir. Und der Heinemann hat recht. Wenn Tennis nachgefragt wird, müssen wir Tennis anbieten, auch im Winter. Nichts für ungut. Ich wollte es einfach noch mal anmerken. Ich muss sowieso los zum Pilateskurs. Tschüss. 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 Wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Das ist es. Ich verstehe einfach nicht, warum du dich da so gegen sperrst. Onkel Werner, wenn Gut Thalheim und die Goldene Krone schon so ein Riesenmonstrum da stehen haben, dann sollten wir uns eine originelle Alternative einfallen lassen. Das ist eine hervorragende Idee. Lass du dir mal was einfallen, Herr Geschäftsführer, und zwar möglichst schnell, denn Winter ist bald. Ja, keine Sorgen, ich mach schon was. Nur was. Herein. Hey, entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Nein, nein, komm rein, ich hab nur kurz mich ausgeruht. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ja, das hört jede Frau gern. Entschuldige, ich mache mir nur langsam Sorgen um dich. Das ist lieb, aber dazu gibt es keinerlei Anlass. Also, was gibt's Neues? News from Australia? Yes! Ich habe heute Nacht mit dem Weingut telefoniert. Stell dir vor, die haben gerade einen super Jahrgang in der Mache. Prima. Und die wollen unbedingt, dass ich die Vertretung in Deutschland übernehme. Hast du mit dem Chef geredet? Höchstpersönlich. Er hat mir schon einen Vertragsentwurf zugesandt per E-Mail. Alles bestens. Ja, das klingt doch super. Ja. Willst du mal sehen? Mhm. Also, das heißt, wenn du nicht zu müde bist. Ich bin überhaupt nicht müde. Aber es hat auch Zeit bis morgen. Also, die schlafen jetzt eh alle. Mhm. Ich weiß. 12 Stunden Zeitverschiebung. Eigentlich sind es nur 9. Aber, naja, egal. Komm, es reicht, wenn ich ihm übermorgen antworte, ja? Ich lasse es langsam angehen und lese ihn mir ganz in Ruhe durch. In Ordnung? In Ordnung. Aber wirklich in Ruhe, ja?
Emma, sag mal, was findest du besser? Stoff oder Leder? Hm? Wofür? Na, für unser neues Sofa. Leder kann manchmal etwas kühl sein, dafür wirkt es edler. Aber bei den Kaschmirbezügen gefallen mir die Farben besser. Schau, dieses Braun, ist das nicht der Wahnsinn? Oh, wo war der denn? Unterm Bett. Hat die gestrige Nacht nicht überlebt. Felix war so stürmisch. Schade drum, der war richtig teuer. Naja, muss er mir eben einen neuen kaufen. Oder Emma, du kannst doch so gut nähen. Du, im Moment habe ich eigentlich gar keine Zeit zum Nähen. Ach so. Naja, ist auch egal. Also Emma, was sagst du jetzt? Hm? Stoff oder Leder? Ach komm, du bist mir gar keine Hilfe. Was weiß denn ich, wie ihr eure Wohnung einrichten wollt? Stimmt. Eigentlich sollte ich das mit Felix besprechen. Also, ich glaube, wir sind von da gekommen. Nein. Nein? Geben Sie mir mal die Karte. Ach ja, hier ist der Bach mit der kleinen Holzbrücke. Ja, und da sind wir abgebogen zum Aussichtsturm. Also, der Fürstenhof müsste eigentlich ganz in der Nähe sein. Ich muss heute noch einen Hausbesuch machen und Sprechstunde habe ich heute Nachmittag auch noch. Irgendwo muss der Weg doch abzweigen. Scheint, als hätte der Spohn einem doch recht. Frauen und Orientierung. Lass mich mal nachdenken. Wissen Sie was? Ich schlage vor, wir gehen einfach zu der Wiese zurück, wo wir Rast gemacht haben. Ja, und dann? Ja, von da aus finden wir den Weg. Ansonsten gab es da genug Wanderer, die wir fragen können. Nein, wir gehen hier weiter. Aber zur Wiese geht's da lang. Wir nehmen die Abkürzung durch den Wald. Kommen Sie, wir sind gleich da. Sind Sie sicher? Ja, vertrauen Sie mir. Genau, wenn Sie mir für die Nachtschlittenfahrten inklusive Fackeln und Champagner eine Pauschale anbieten könnten. Ja, wie bitte? Nein, das tut mir leid, da kommen wir nicht zusammen. Nein, das ist zu viel. Gut, herzlichen Dank trotzdem, auf Wiederhören. Das ist ja unfassbar, was Sie sich vorstellen. Ach, mein armer Schatz. Tut mir leid, dass du dich mit solchen Idioten rumärgern musst. Ich muss mich vor allem mit meinem Onkel rumärgern. Wieso das denn? Ach, wegen der Wintersaison. Da stellt sich eine aufblasbare Tennishalle vor. Da muss was Originelles her. Das schaffst du schon. So, für heute hast du genug gearbeitet. Fährst du mit mir nach München? Ha. Wir brauchen ein paar schöne Möbel für unsere Wohnung. Und ohne dich kann ich mich leider nicht zwischen Kaschmir und Leder entscheiden. Kaschmir und Leder. Leder und Kaschmir. Ich würde dir so gerne dabei helfen, aber ich muss Werner wirklich eine Präsentation überreichen. Wieso? Ihr seid doch gleichberechtigte Teilhaber. Ja, das sind wir schon, aber hier geht's um ein Standing. Ich will ihm ein perfektes Konzept präsentieren. Klar. Dann fahre ich allein nach München und schaue schon mal, was es Schönes gibt, ja? Ich wäre so gern mit dabei, aber ich bin mir sicher, du suchst tolle Sachen aus. Oh, du wirst staunen. Ah, Konzept. Okay. Magst du? Marmorkuchen von meiner Mama. Super lecker. Du, danke. Lass mal. Ich möchte jetzt lieber auf meine Figur achten. So weniger Süßigkeiten essen und Sport machen und so. Wow, Marmorkuchen. Hallo, Marie. Hi, Emma. Hey. Und? Wie geht's euch? Also, mir ging's eigentlich gerade ganz gut, bis du gekommen bist. Und was ist mit dir, Emma? Siehst ganz schön müde aus. Bin ich auch. Ich habe letzte Nacht nicht so viel geschlafen. Aha. Und wieso? Nils. Was? Ich bin ja Trainer.
Und als Trainer kann man sich doch nach dem Zustand seines Schützlings erkundigen. Und als Trainer ist man sowas wie ein Psychologe. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Emma ist verliebt. Keine Antwort? Ist auch eine Antwort. Komm, lass gut sein, Nils. Was meinst du, warum sie gestern so früh gegangen ist? Mit Ben? Stimmt doch gar nicht. Wie kann man da den Zustand erklären? Zwischen Ben und mir läuft nichts, klar? Ja, schon gut. Hätte ja sein können und wäre ja auch nicht schlimm. Dieses ewige Getratsche am Fürstenhof. Ben und ich sind Freunde, nur Freunde. Ist das so schwer zu kapieren? Wie war das noch? Als Fitnesstrainer ist man auch Psychologe? Der Weg durch den Wald, der war wirklich viel kürzer. Wenn wir zurück zur Wiese gegangen wären, hätte es länger gedauert. Soll noch mal einer was über den weiblichen Orientierungssinn sagen? Zu meinem Hausbesuch komme ich auch noch pünktlich. Alles gut. Aber wie ich den Weg gefunden habe, ja, das würde mich auch interessieren. Als wäre ich den schon mal gegangen. Vielleicht Intuition. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich los. Es hat Spaß gemacht. Einen schönen Tag noch. Gern geschehen, Herr Beckers. Herr Sponheim, wir sind zurück. Erstaunlicherweise. Wie schön. Frau Wielander. Ja. Herr Saalfeld hat Sie heute Morgen gesucht. Das wollte ich Ihnen nur ausrichten. Danke. Ist alles in Ordnung? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Hat Ihnen die Wanderung nicht gefallen? Doch, doch, die war sehr interessant. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie gleich so an die Decke geht. Kannst du eigentlich auch so gut backen wie deine Mutter? Nein, kann ich nicht. Was denn? Ich hab doch nur gefragt. Psychologe. Mann, ey, du bist so unsensibel. Wieso? Du merkst es noch nicht mal, ne? Was? Emma ist verliebt. Unglücklich verliebt. Ben will gar nichts von ihr? Es geht nicht um Ben. Um wen dann? Der Mann ist für sie unerreichbar. Wieso? Sie ist doch eine Hübsche. Macht sie ein bisschen mehr Sport und isst weniger. Nils, der Typ spielt in einer ganz anderen Liga als sie. Ach so. Du meinst, ich bin der Glückliche? Es gibt auch noch andere Männer, in die Frauen sich verlieben können. Du musst nicht glauben, dass du der einzig attraktive Mann auf diesem Planeten bist. Ach so. Nicht. Was liest du denn da? Ach, nichts. Ich gehe nur einen Vertrag durch. Du weißt, dass Miriam morgen kommt, oder? Wegen der Scheidung. Ja. Das Trennungsjahr ist vorbei. Ja, aber sie kommt nicht hierher. Doch. Wieso sollte sie nicht? Wegen Frau Wielander. Für Miriam wäre es ein Schock, wenn sie dieser Frau plötzlich gegenübersteht. Stimmt. Ja, hast recht. Dann treffe ich sie lieber gleich in München. Sag mal, ich dachte, du arbeitest nicht mehr für den Fürstenhof. Was ist das? Von einem australischen Winzer. Simon und ich wollen für ihn die Exklusivvertretung für den deutschen Markt übernehmen.
Du hast bei uns gekündigt, weil du dir eine Auszeit nehmen wolltest. Ja. Ach, Felix, du weißt doch, dass ich nicht fürs Rumsitzen geboren bin, hm? Schwesterchen, hör mal zu. Dir ging's die ganzen letzten Wochen nicht gut, okay? Du bist blass, du siehst müde aus. Du kannst dir doch so einen Klotz nicht ans Bein kleben. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Ja, ich weiß. Mir geht es gar nicht so schlecht. Und wenn, dann ruhe ich mich aus und bin danach wieder fit. Ich übernehme die Vermögensberatung für Frau van Dering. Und das hier ist, ja, eher so zum Zeitvertreib. Victoria, eine Firma zu gründen, das ist kein Zeitvertreib. Noch dazu mit Simon. Wie stellst du dir das vor? Du hast immer noch Gefühle für ihn. Hab ich nicht. Ach. Und was ich tue, kann ich selbst entscheiden, ja? Komm her. Kann man also stur sein? Und immer nur so schnell laufen, dass Sie sich noch bequem mit jemandem unterhalten können. Gut. Danke. Jawohl. Nicht ganz so weit ins Knie gehen. Gut, und immer gerade ausschauen. Ellbogen nicht ganz durchstrecken. Jawohl, mal nur bis hierher. Bin gleich wieder da, ja. Hey, Marie. Ich hab da vorhin vielleicht wirklich was Blödes gesagt, hm? Allerdings. Das war arrogant und unsensibel. Schön gerade ausschauen und Bauch anspannen. Bauch anspannen, so ist gut. Hast du kurz Zeit? Klar. Entschuldigung. Glaubst du, Frauen haben nichts Besseres zu tun, als sich in dich zu verknallen, ne? Die meisten nicht. Die auf dem Laufband oder die Blondine? Frag sie doch. Und selbst wenn es so wäre, dann könnte ich nichts dafür. Okay, dann will ich mal nicht länger stören. Danke, wir werden unseren Spaß schon haben. Sag's noch was, ich würde da nämlich wirklich gerne weiterarbeiten. Ja, allerdings. Darf ich bitten? Cordula, das ist furchtbar lieb von dir, aber das kann ich unmöglich annehmen. Ja, natürlich kannst du. Und ich bestehe sogar drauf. Cordula. Die Suite ist für die nächsten 3 Wochen bezahlt. Komplett mit allem drum und dran. Also, bitte bleib da. Ich denk drüber nach, okay? Du denkst nicht drüber nach, du gönnst dir das jetzt.
Oh, Soto, ich muss Schluss machen. Herbert kommt gerade rein. Schöne Zeit im Fürstenhof, Silvia. Ja, tschüss. Ja? Frau Wielander, bin ich froh, dass Sie wieder da sind. Naja, Sie kennen sich hier nicht aus und da kann man sich bei so einem Ausflug in die Berge leicht verlaufen. Wollen Sie etwa abreisen? Nein, das ist Frau van Derings Gepäck. Sie ist an der Nordsee. Ah, was macht sie denn da? Sie hat nach ihrer Operation in der Klinik einen Jugendfreund getroffen. So, so, und mit dem hat sie unserem schönen Bayern gleich den Rücken gekehrt. Ja. Ja, kann man nichts machen. Aber unser Buchungssystem hat mir verraten, dass die Fürstensuite für die nächsten 3 Wochen schon bezahlt ist. Ja, Cordula möchte auch, dass ich bleibe. Ja, ist doch wunderbar. Ich würde mich sehr freuen. Nein, ich werde abreisen. Warum das denn? Ich möchte nach Hause zu meinem Mann. Ich habe ihn schon viel zu lange allein gelassen. Wir hatten doch ausgemacht, dass die Worte Bett und Matratze aus unserem Wortschatz gestrichen werden. Ja, ich will das ja auch nur noch mal kurz zusammenschreiben. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also pass auf. Unser neues Bett haben wir dem Felix Saalfeld gegeben, weil es ja so unbequem war. Natürlich zu einem günstigeren Preis. Ja, 300 unterm Neupreis. Genau, dann habe ich unser altes Bett vom Sozialdienst wieder zurückgekauft für 40 Euro und die neue Gesundheitsmatratze für stolze 800 Euro. So, dann macht es unterm Strich eine Menge Arbeit und eine Stange Geld, die uns das gekostet hat, gell? Du hast ja recht. Aber in den nächsten 10 Jahren ist das kein Thema mehr für uns. Ach, Herr Heinemann, ich wollte Ihnen ja noch was geben. Als kleines Dankeschön für die viele Mühe, die Sie mit dem vermaledeiten Bett hatten. Keine Ursache, das habe ich wirklich gern gemacht. Ja, nehmen Sie schon. Ach ja, Sie haben ja nun schließlich das Bett nicht nur ab, sondern auch noch aufgebaut. Nein, wirklich nicht. Mir hat die ganze Sache ja auch so viel gebracht. Ach, was denn? Außer Ärger. Wissen Sie, man macht ja so seine Erfahrungen. Was Nils damit meint, ist, also, er will damit sagen... Ja, was will er denn sagen? Also, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, du hast mir doch erzählt, dass du ab und zu gern mal ein Bett aufbaust, damit du nicht aus der Übung kommst. Ah, tatsächlich. Ja, ja, absolut. Genau so habe ich das gesagt. Deswegen behalten Sie Ihr Geld mal lieber. Aha. Ich muss los. Tschüss. Also, ich habe den Vertrag durchgesehen. Soweit alles in Ordnung, nur die Mindestabnahme finde ich zu hoch. Mach dir keine Sorgen. Das ist ein Spitzenwein, den werden wir schon los. Ja, aber gerade am Anfang sollten wir das Risiko so gering wie möglich halten. Okay, du bist die Finanzchefin. Eben. Ah, weißt du was? Ich finde, das tut richtig gut. Wieder was für sich zu machen, anstatt immer nur für andere zu arbeiten. Oh ja, das stimmt. Sag mal, wie soll unsere Firma eigentlich heißen? Na? Schlag was vor. Ich habe mir was überlegt. Weinkontor. Ach, das gibt's ja schon 100 Mal. Vickys Weinshop? Ja, was weiß ich, irgendwas mit Summer Wine oder Australia irgendwie. Das sollte auf jeden Fall nichts Kompliziertes sein. Ja, eben. Sag mal, oder gibt's im Vertrag irgendwelche Vorgaben, wie der Laden heißen soll? Ich hab geschaut, aber... Hey! Victoria? Victoria? Hattest du nicht gesagt, wir brauchen was Originelles? Ja. Du hast es ja noch nicht mal zu Ende durchgelesen. Wie findest du die Idee mit dem Eisstockschießen? Ja, nett. Wo nehmen wir die Eisbahn her, wenn der Winter milde wird? Sowas kann man anlegen. Na ja, den Preis dafür habe ich auch gesehen.
Nein, nein, da fahren wir mit der aufblasbaren Tennishalle weitaus günstiger. Das stimmt nicht ganz. Allein die Heizkosten für so eine Halle sind gigantisch. Hm, hast du das kalkuliert? Kalkuliert nicht, aber da hinten stehen ein paar grobe Zahlen. Ich will richtige Zahlen sehen, und zwar die 100% richtigen. Mensch, Felix, ich mag keine halbfertigen Sachen. Ich kann doch die Energiepreise nicht vorhersehen. Es ist anzunehmen, dass Gas im Winter nicht billiger wird. Ja, dann ruf die entsprechenden Stellen an und erkundige dich nach dem Preis. Ja, natürlich. Dann rufe ich in Russland an und frag mal, was das Gas im Winter kosten wird. Ja, wenn es sein muss, auch das. Eine gründliche Recherche im Internet könnte da auch schon helfen. Sag mal, weißt du, wie viel Zeit mich das kosten würde? Das war doch deine Idee mit dem neuen Konzept, also beschwer dich nicht. Was ist denn los mit dir? Nichts. Jedenfalls nichts, was dich interessieren könnte. Außerdem sieht diese Kalkulation aus wie von Hand geschmiert. Und wenn du schon dabei bist, das neu zu überarbeiten, dann lass mir wirklich was Originelles einfallen, sonst. Sonst was? Sonst beauftrage ich eine Agentur in München, die sind spezialisiert auf Winter-Events. Komm, das ist doch Geldverschwendung. Du kriegst ein Konzept von mir, und zwar morgen. Hallo, Emma. Hey. Wo ist denn der Kuchen hin? Was ist los? Ist was passiert? Ich könnte nur noch heulen. Wegen Felix. Der weiß gar nicht, wie weh er mir getan hat. Womit? Damit, dass er mit Rosalie gestern zu Moon River getanzt hat. Emma, wenn ich dich bis jetzt richtig verstanden habe, dann glaubt Felix, du bist eine gute Freundin. Soll er ja auch. Ja, aber dann kann er doch auch nicht wissen, wie sehr er dich verletzt. Weiß ich doch. Ich bin ja auch selber schuld. Emma, aus der Schuldnummer musst du jetzt mal ganz schnell rauskommen. Genauso wie aus der Frustesser-Nummer. Mir tust du nämlich überhaupt gar keinen Gefallen. Ist doch egal, wenn ich zunehme. Felix hat eh nur Augen für Rosalie. Emma, wie geht's um dich? Heute Morgen. Weißt du, was ich da bei den beiden in der Wohnung gefunden habe, als ich die geputzt habe? Was? Ein BH mit abgerissenem Träger. Und dann hat Rosalie mir ganz stolz erzählt, wie toll die Nacht zwischen ihr und Felix war. Okay, Maßnahme 1. Rosalie putzt ab jetzt selbst. Du machst das nicht mehr. Maßnahme 2, du gehst Felix aus dem Weg, damit du nicht andauernd an ihn denken musst. Schluss, aus, Ende. Ja, wahrscheinlich gibt's wirklich keine andere Möglichkeit. Ganz sicher nicht. Dr. Silvia Wielander würde Sie gerne kurz sprechen. Ja, soll reinkommen. Bitte schön. Okay. Ich will nicht lange stören, ich wollte mich nur verabschieden. Wieso verabschieden? Ich reise morgen ab. Zu Frau von Dering an die Nordsee? Nein, nach Hause zu meinem Mann. Setzen Sie sich doch kurz. Vorhin auf dem Ausflug sagten Sie doch, Sie wollten sich Zeit lassen. In Ruhe überlegen, wie es mit Ihrer Ehe weitergehen soll. Das erschien mir eine gute Idee, nach allem, was Sie durchgemacht haben. Ich kann nicht länger hierbleiben. Warum denn nicht? Weil hier Dinge mit mir passieren. Was für Dinge? Dinge, die machen mir Angst. Als ich als Kind von einem Pferd getreten wurde, also seitdem habe ich Angst vor Pferden. Und jetzt kann ich auf einmal reiten. Aber wieso kann ich das? Vielleicht sind Sie einfach talentiert. Sowas gibt's. Das ist nichts, was Ihnen Angst machen muss. Und als wir beide uns im Wald verirrt haben, da wusste ich auf einmal, wo es lang geht. Ja, sicherlich, das war ein bisschen merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich den Weg schon 100-mal gegangen. Als würde ich jeden Stein kennen. Wenn ich noch länger hierbleibe, dann verliere ich den Verstand. Entschuldige.
Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich hab dich nicht reinkommen gehört. Ja, wenn wir Cowboy und Indianer gespielt haben, war ich immer der beste Mann schleichen. Ich war Indianer. Was gibt's denn? Hör zu, ich hätte eine kleine Bitte an dich. Du kennst dich doch ganz gut aus mit Tabellenkalkulationen, oder? Ein kleines bisschen, wieso? Okay, die Sache ist die. Ich muss bis morgen ein Konzept für die Wintersaison vorlegen. Und das Konzept steht in groben Zügen, nur ich komme mit dem Programm nicht so gut zurecht. Und da bist du ja sozusagen Profi drin. Vielleicht könntest du ja einfach mal später zu mir ins Büro kommen und drüber sehen. Du, eigentlich habe ich mich schon so auf meinen freien Abend gefreut. Emma. Dann hast du auch zwei Wünsche frei. Okay, hör zu. Ich schaffe das nicht allein bis morgen. Du bist meine letzte Rettung. Festbinden, den Keller sperren, entführen? Verführen. Wenn es wirklich kein Burnout ist, sondern etwas anderes, irgendwas Schlimmes. Alles im grünen Bereich. Solange das ist, kann man noch hoffen. Solange Sie nicht vergessen, dass ich verheiratet bin. Entschuldige, ich habe vergessen, du hast gestern eine Lampe gekauft. Ja, aber die ist mir nicht in den Schoß gefallen. Dafür bin ich durch zig Geschäfte gelaufen und musste mir das Geschwätz von den Verkäufern anhören. Das muss die reinste Folter gewesen sein. So nah ist vor mir stand, so nah. Ja, wen meinen Sie denn? Die Heidenberg lebt heute, Hexe. Emma! Oh. Also von Ihnen hätte ich ja wirklich eine professionellere Arbeitsauffassung erwartet.